Warum bist du Arschloch eigentlich schon Level 20? Ich weiß, ich bin gerade Level abgekommen. Mir fehlen noch locker 20%, Mann. Dafür, dass du jetzt die Schilde kaufen, um die in den Grinder zu schmeißen. Leck mich doch am Sack. So. Und während du das tust und ich dir dabei zuschaue, wie du arbeitest und unsere Quest-Belohnung verdienst. Ey, wer geht mir denn hier auf die Eier, Alter? Ich kann doch wieder kotzen, ey. Leck mich schon am Sack. Komm, jetzt arbeite. Achso, arbeite. Ja. Wow, die Granate ist weit geflogen. Oh shit, oh shit. Hab ich die Kohle oder was, ey? Ja, hast du auch. Du hast 30.000 und ich habe 7.000. Ich habe gerade die Medizin gekauft. Hast du Schilde? Nein. Wir müssen 5 Schilde in den Grinder werfen. Wir müssen erst Schilde kaufen, Mann. Ja, Moment. Vielleicht habe ich Schild. Ich schaue erstmal. Nein, ich habe kein Schild. Ja. Diese miesen Fotzenlecke. Ich kaufe einen. Ja, ich kaufe den Scheiß. Komm. 1, 2, 3, 4, 5. 5, fertig. Ah, jetzt musste ich da oben hin. Ah, ich habe auch einen. Egal, ich habe jetzt 5 gekauft. Wie geht denn das nochmal? Oh, ich habe eine Granate reingeworfen. Zack. Oh, die ist gerade explodiert. Aua. Auswerfen. So. Ach, übrigens. Wir sollten vielleicht mal die Zuschauer begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Borderlands 2. Hallo! Wir sind ja uns fleißig schon am Dissen und so weiter und so fort und können jetzt schon direkt Schildteile abliefern. Ja, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Immer noch ein Overlook. Wir werden heute auf jeden Fall, denke ich, den Clankrieg zu Ende bringen und mal so langsam Nebenquests zu Ende bringen, sodass wir wieder zur Hauptquest zurückkehren können. Ja, jo, und ich hoffe, ich werde in dieser Folge Level 20. Ja. Damit der cheatende Gregor ja. nicht so weit vor mir ist. Ey, mir fehlen jetzt noch locker 4000 EP, Junge. Was hast du wieder alles gefarmt? Ich hab nichts gefarmt, ey. Oh, so. Scheiß. Oh, 995er Schild. Ja, wow, der ist scheiße. Ja, wir haben noch wieder einen Quest gekillt. Ja, Hyperion Mörser. Das ist da drüben. Da wird doch der eine Wichser da kaputt geschossen in dem Haus. Stimmt, ich mich nicht irre. Genau, Dave, halt mal deine Fresse, Junge. Ja, Dave ist scheiße. Ach stimmt, der wird jetzt voll weggeballert. Genau. Oh, komm, der Sprung war so geil. Ey, oh, fick dich. Ich warte auf dich. Ich bin noch nicht drin. Komm rein. Ja. Los geht's. Weg geht's. Wo muss ich lang? Hier lang. Geradeaus. Genau. Geradeaus, und dann okay. Rechts, denke ich. Wir müssen da hoch. Wo? Hier hoch? Nein, du fährst ganz falsch, habe ich ja gesagt. Wir müssen quasi hinter das Teil. Jo. Also umdrehen. Ja, wir müssen außen rumfahren. Sonst geht's nicht, deswegen. Also ja, fahr weiter. Wir müssen da durch, das scheiß Ding. Da kommen wir nicht durch. Ja. Wir müssen vor C. Oh, das ist eine Quest. Das ist eine Quest. Echt? Ja, auf der Minimap ist eine Quest. Tatsache. Ah, das Ding hat's gerade fallen lassen, weil ich erschossen hab. Das trägt's viel. Verreckt, ich kann das Ding nicht treffen. Was ist denn Päckchen? Treff das Ding nicht! Finde Henrys Bau. Fick Henry! Ja, wir fahren aber trotzdem erstmal die andere Quest machen, oder? Wobei Henrys Bau nicht so weit weg ist, das können wir noch machen auf dem Rückweg. Ja, können wir machen. Ah, ja, Henry ist das komische Vieh, auch dieser Stalker-Scheißdreck. Das Lustige ist, Fahre da durchs Wasser. Da lang. Ja. Da lang, genau. Okay. Und dann da hoch. Das Lustige ist, in welchem. Wo war das? Ach, genau, als wir zusammen Heroes gezockt haben. Das müssen wir eigentlich auch mal wieder machen mit Benny. Auf dem Rückweg. Benny, da kannst du Sachen looten. Ja, mach ich auf dem Rückweg. Ne? So, hier ist es. Oh, shit. Das Auto ist tot. Ach, Quatsch. Ist alles gut.
Oh, ich hasse fliegende Gegner, ey. Hab ich ja schon mal gesagt. Ja, deswegen mache ich die Flugsoldaten, damit du so viel Spaß mit fliegenden Gegnern haben kannst, wie du willst. Ich hau einfach. Oh, ja, das machst du nicht. Achtung, Bombe. Fuck. Was schießt der? Ey, du scheiß Gunloader-Wichser, ey. Ach so, jetzt. Das sind diese fliegenden Bastarde. Ja, hab ich ja gesagt. Ich dachte, du bist einmal witzig. Der Maul! Na. Ja, jetzt nur die fliegenden Bastarde. Fliegewichser, ey. Kenner. Wie heißen die denn? Fliegedinger. Das sind Fliegedinger. Siehst du aus. Das sind einfach die Fliegedinger. Okay. Alter! Ohne Spaß! Was denn? Die machen ziemlich viel Schaden. Oh, tschüss. Aber die halten nichts aus. Da kommt jetzt was. Badass Loader. Zwei Stück. Nice. Da haben wir doch Spaß mit. Wunderbar, wunderbar. Du verrückst jetzt erstmal Fitzelige. Mach mal da! Fuck. Entschuldigung, das war viel zu gut. Warte, ich komm zu dir, ich hab keine Granaten mehr. Geil, schön erstmal Position. Die Abschnitte ab richtig dahin. Ja. Das ist dumm gelaufen. Hast du einen Augenblick für mich? Ja, quasi. Du bist zu gütig. Danke. Überleben, überleben. Ja, ich hab's überlebt. Ich hab auch einen hinter uns noch gekillt. Der ist auch da. Wie sind Ficker, ey. Rest in Piss. So. Wir haben die falsche Quest offen. Ich würde gerne die richtige aufmachen. Ja, wir haben immer noch den Henry Bau, Alter. Ja, so. Aber wie gesagt, trotzdem, so oder so muss mehr. Ja, das war ja richtig, aber ich wollte nur wissen, wo genau. Aber hier ist er ja schon, der geile Mörser. Ja. Das ist ein bisschen dumm. Jetzt muss der Wichser explodieren, oder was? Warte, ich komme. Okay. Ich bin ein krasser Ficke, ey. Richtig krass. Soll ich dich mal ein bisschen heilen? Ja, machen wir gleich. Wer ist denn der verblödete da oben bei der Kanone? Bitte hier Mörser in Stellung. Und Sniper. Alles klar, ich wechsle meine Sniper. Das ist egal, dass sie schwächer ist, aber die, wo ich hab, so scheiße. Damit kann man wenigstens richtig zielen. Ja, die ist zwar schwächer als meine. Alter, aber das zieht sich übrigens irgendwie durch unsere ganzen Folgen, dass du ein Problem hast mit deiner Sniper. Ich glaube, das war bis jetzt. Wir hatten die erste Folge war okay und irgendwo zwischendurch war noch eine Folge, wo du kein Problem hattest mit deinem Sniper. Naja, so. Das stimmt. So, Dave, fick dich. Ja. Darf ich jetzt mal? Jetzt versuchen wir es mit aktiviertem Schild. Ah, schön was getrunken. Na, ja, geht's mir schon besser. Boah, ich hätte voll Bock, irgendwas Geiles zu essen. Bitte feuere die Kanone noch einmal ab. Ah. Zack. Ah. Bumm. Funktioniert. Overlook ist sicher und wow. Kein Dave mehr. Dann jetzt Henrys Bau. Ja. Bester Muttertag. Also da gibt's ein lila Schild für. Das wird schon mega geil. Ja, das stimmt. Können wir hier einfach runterjumpen? Yay! Oh, Alter! Das ist schon ein geiler Sprung. Ja. Das ist cool. So, Henry, Wichser.
Alter, mein Handy vibriert die ganze Zeit. Ich habe keinen verfickten Plan, was das Kacking zu mir sagen will. Das ist mein Nachrichtenspam. Oi, 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 oi. Na, ist ja. Nee, leider nicht. Das wäre eigentlich ganz witzig. Wow, welcher Pixel schreibt mich die ganze Zeit an? Ich, du Penner! Oh, nö. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Jawohl, du hast mich wirklich nicht gesehen. Sie ja. So, oh, Henry. Oh, nö. Wo ist der Wichser, also Henry? Ah, nee, das ist ein Badass-Stalker. Oh, sehr schön. Badass-Stalker habe ich am liebsten. Okay, komm. Oh, wow, wenn ich mal was treffen würde. Oh, verreck jetzt, fick viel. Wo ist denn Henry, Alter? Keine Ahnung, wo Henry ist. Ich habe erstmal eine Granate geworfen. Der steht jetzt gerade schön drauf. Und tschüss. Achso. Alter, die Granate ist so geil. Die Granate ist echt geil. Maul halten jetzt. Der hat sich unsichtbar gemacht, der Bastard. Ja, egal, ich verbrenne den Wichser einfach. Ja, alles down. Sehr schön. Trotzdem, hier ist noch einer. Ja, und Henry ist noch nicht da. Schicken. Ja. Warte, jetzt warte. Ah, wir müssen erstmal. Na, wir mussten erstmal Henrys Gefolgschaft töten. Und jetzt kommt Henry. Da ist Henry. Da ist er. Oh, Alter, wie viel Damage. Henry. Ja, ich verbrenne den Wichser jetzt. Ich werf mal eine Granate. Oh, ich hab keine mehr. Henry, du Wichser! What the fuck? Hat dich verpisst? Der Humor. Ja, aber warum ist das? Oh, wir treffen den Henry. Oh. Ah, egal. Ich zock dem zwar nicht viel ab, aber ich verbrenne den Wichser die ganze Zeit. Nein, Henry! Scheiße, ich treff den nicht mit dem Face. Das ist so nervig. Jetzt. Yes! Alter, ohne Scheiß. Ein Badass doch. Natürlich. Der muss jetzt noch kommen. Oh, Henry ist im Nahkampf. Henry ist gekommen? Ja, im Nahkampf. Ich habe jetzt erstmal den Facelock wieder. Guck, der kämpft dich an. Jetzt kämpft er dich an. Tschüss, nächstes. Jawohl, Level up! Tommy, hast es geschafft. Wunderbar. Ja, endlich. Ziel erreicht. So, das war's. Das war die Folge. Danke. Ciao. Haut rein, Leute. So. Oh, Mann, diese Stalker sind immer noch besser als nee. Rex, wenn ich ehrlich bin. Ja, stimmt. So, einen haben wir hier noch irgendwo am Rumtun. Ja, der Wichser ist da oben, da, oder? Da, da. Hier. Keine Frage. Facelock. Ah, da. Und geheilt. Sehr schön. Jetzt erstmal einen Skillpunkt verteilen. Achso, ich stimme. Während du einen Feind im Facelock hast, erhalten du und deine Freunde eine Gesundheitsregeneration. Ja. 4% der Gesundheit werden regeneriert. Sehr schön. Das ist schon ein Plan, Mann. Und jetzt können wir Quests abgeben, oder? Ja. Oh, die eine. Die eine hier. Und die andere? Mit dem Schild haben wir den schon bekommen? Ja, haben wir. Wow. Was denn? Ja, ein wow. Schild haben wir. Das war voll der Dreck. Wir hatten 400 irgendwas oder so. 561 hat er bei mir. Wenn Anrempeln falsch sein soll, will ich gar nicht recht haben. Wenn es aufgebraucht ist, verursachen Nahkampfangriffe. Oh, der ist ja scheiße. Er gibt immerhin Kohle. Ja, wenigstens das. Und wir haben wieder 20 Iridium. Yay! Ich hab 53. Ich war nicht farmen, Mama. Ich war echt nicht farmen, ohne Scheiß. Ich bin zwar zwischenzeitlich mal reingekommen und hab natürlich mal gezockt. Am Automaten, deswegen wahrscheinlich. Ah. Naja, ich muss ja die Kohle loswerden, ne? Naja. Ich brauche ja nicht so viel Geld. Die Kohle vom Farm.
So, dann gib mir mal den Scheiß hier ab, sagst du? Ja. Ein Schild, der hat 872. Was soll das heißen? Theoretisch. So heißt das Schild. Also, das ist die Beschreibung des Schilds. Ja. Setzt eine Explosiv-Nova frei, wenn der Schild oder die Gesundheit aufgebraucht ist. Wow! Das ist schon cool, aber der hat ein bisschen wenig. Sniper-Waffe für Schaden, Sniper-Waffe für Schaden. Wobei, der hat eigentlich auch nur 100 weniger als mein aktueller Schild. Was hat der bei dir? Der hat bei mir... Warte ganz kurz, wo ist der Wichser? Hier. 872. Ja, hast du den angelegt? Nein. Aber ich wollte den anziehen, weil der ist besser als meiner. Ja, dann leg den mal an. Oder warte ganz kurz. So, dann hab ich immer noch 804. Ich probier das mal aus. Ach, weiß. Belaste dich dein vieles Geld. So, den Scheiß verkaufen. Den brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Obwohl. Shit. Mein Handy ist die ganze Zeit am Vibrieren und Geräusche machen, Alter. So, was müssen wir jetzt machen? Wildtierreservoir nicht. Das Scheißding sagt die ganze Zeit, wird geladen, wird geladen, wird geladen, wird geladen. Und dann, deswegen vibriert das die ganze Zeit. Ja, mein Handy ist halt leer, du Wichser, dann lad doch auch. Geh mich auf den Sack. Mein Handy lädt irgendwie nicht. Seid gegrüßt, Bürger von... Aber warum? Ich Händler Jack bin. Ach stimmt, das war ja voll im Suff gewesen quasi. Gebt Acht wegen der Stocker. Was hast du denn jetzt schon wieder mit deinem Handy gemacht? Ja, ich bin heute Morgen wach geworden und es lag in der Pfütze voller von Rotwein. In der Pfütze von vorgestern oder in der Pfütze von gestern, weil eine neue Pfütze entstanden ist? Ja, irgendwer hat einen Scheiß ausgekippt gehabt und meine Jacke war auch nass. Oh Gott. Ja, wunderbar ist sowas. Ich weiß nicht warum, aber mein Handy lädt nicht mehr. Das ist scheiße. Ja. Deswegen vibriert das die ganze Zeit, weil das Ding nicht erkennt, dass es lädt. Oh, du wirst mich doch verarschen, dass ich wieder ein neues Handy brauche. Ah! Ist diese zwei glorreiche Halunken-Quest vielleicht die Quest für die SMG-Waffe? Ich weiß gerade nicht. Nee, die hieß verfluchte Waffe. Ah, machen wir erstmal Clan-Krieg, oder? Gut, ich brauche ein neues Handy. Ohne Scheiß, Alter! Wie kann man so verspicken? Entschuldigung, aber... Oh nein! Kannst du das nicht irgendwie trocken kriegen oder so, oder ist das jetzt verbappt? Ich habe keine Ahnung. Ich versuch's gerade die ganze Zeit zum Laden zu bringen, aber es passiert nichts. Scheiße. Mega es lädt nicht. Scheiße, es lädt mal, jetzt lädt's wieder. Okay, jetzt lädt's wieder. Okay, es geht doch. Okay. Aber das geht die ganze Zeit an, aus, an, aus, an, aus. Ja, wahrscheinlich, also, weil da noch ein bisschen Bab drin ist. Ja, wie gesagt, irgendein Trottel hat das halt nass gemacht. Also hat irgendeinen Scheiß ausgekippt, oder? Und ja, deswegen ist mein Handy nass gewesen. Und anstatt das irgendwie intelligent einfach mal aufzuheben, nein, einfach um so fliegen lassen. Was für Asis. Na, mega scheiße halt. So, ich habe übrigens ein Auto gespawnt, dass wir 5 Meter fahren können. Okay, 5 Meter. Warum 5 Meter? Weil dann der nächste Port da ist. Auf geht, Alter. Bam, Alter. Bam. Bam, bam. Ich hab die Fässer am Spiel hoch. Ich hab mal eingepackt. Oh, wunderbar. Ja, jetzt hab ich. Hier rum. So, wo müssen wir hin? Ja, da runter. Das ist eine Höhle wahrscheinlich, oder? So. Ach so, wir müssen da rein.
Ja, Bord ist wahr. Also beginnt. Ach, the dust. Ich habe übrigens eine Antwort von Staples gekriegt, ne? Okay. Am 1.2. Ich habe es nicht gemerkt. Die haben mich zum 9.2. für ein Bewerbungsgespräch eingeladen. Ups. Ich habe denen jetzt geschrieben, ja, dass ich gerade Urlaub habe und deswegen meine E-Mails nicht so gecheckt habe. Und weil ich halt auch 2 Monate lang auf eine Antwort gewartet habe. Ja. Das habe ich halt nicht dazu gesagt. Einfach, komm rein. Lol, das Auto hat bei mir keine Reifen. Das hat, bei mir keine Reifen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, das Auto hat... Ah, ich bin ausgestiegen. Jetzt hat's Reifen. Ich bin ausgestiegen. Jetzt hat's Reifen. Aber es hatte keine Reifen. Oh, wieder da. Ja, wunderbar, ey. Auto ohne Reifen. Geil. Pisst euch, aber warm. Boah, wie die Einzelteile durch die Gegend gefetzt sind. Ja. Anhalten. Oh, Kopf da. Scheiß Helikopter-Fixer. Wo müssen wir hin? Müssen wir da hoch oder so? Ne, wir sind fast da, ja. Wir müssen quasi in die Richtung. Da ist dieser Rundkurs, das ist die Rennstrecke, ja. Fahr da mal rein. Ja, das ist der Reifen. Und jetzt fahren wir gerade auf die Rennstrecke drauf. Ja. Stopp! Die Hodongs veranstalten hin und wieder so ein Rennen. Ich möchte, dass du die Feuerwerkskörpern platzierst, die sie rund um die Strecke drapieren. Wenn sie das Feuerwerk zünden, geht's ordentlich ab. Hm. Ja, wir müssen außen rum. Echt? Nee, da geht's glaube ich hoch. Ich fahr dann schon mal aus. Ja, fahr schon mal. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, gut. Shit. Ich bin nämlich jetzt da. Ja, ich nicht. Doch, nein, doch, doch. Nein, doch, nein, nein, doch, nein. Okay. Doch, ich hab's auch geschafft. Okay, wunderbar. Da bin ich, siehst du? So. Oh, ich sehe hier oben irgendwelche Homeoffs, ey. Ich bin jetzt erstmal platt gemacht. Hm. Waffenkiste mit schwulen Schilden. Nice. Ja. Zack. Oh, ich bin runtergefallen. Wunderbar. Hey, was machst du da unten? Überprüfst du nochmal das Feuerwerk? Na klar, ich überprüf das Feuerwerk. Was los mit dir? Trotzdem, danke. Zack. Und der letzte Sprengsatz. Zack. Ihr Feuerwerk aufgebaut haben. Das wird ein großartiges Schauspiel der Zerstörung. Okay. Finde einen guten Aussichtspunkt. Jo. Okay, mach ich kein Problem. Töte den Bürotechniker. Keine Zeugen. Denk, denk. Ich seh dich. Gib Gummi, Junge! Das Rennen beginnt. Wenn die Autos kommen, lass das Dynamit hochgehen. Jetzt müssen wir noch die Rennbahn kaputt machen. Ja. Hey, wir ballern nie auf mich. Na egal. Das erst. Ey, der Wichser hat mich umgefahren. Ich komme mal, ne? Ah, ne. Der Wichser hat mich platt gefahren. Der Bastard hat mich platt gefahren. Was ein Ficker. So viel Scheiß. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Leck mich doch am Arsch, ey. Ich hab nie Idee.
Idee. Ja, ich habe definitiv eine Idee. Wir haben immer noch keinen schwulen Wagenplatz gemacht, glaub ich mal sagen. Ja, kein Problem. Das wird jetzt. Wir transportieren hier kostbare Ausrüstung. Desmond, der Mondbär. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. So sieht's aus. Bam, einen hab ich fertig. Wir fahren doch hier lang. Ja. Ich hab zwei fertig gemacht. Ich hab einen. Wunderbar. Ich hab einfach Granat draufgeworfen. Nee, ich hab einfach platt gefahren. So, kehre zu Ellie zurück. Auch zu Ellie. Egal, naja. Kein Tricksau. Falscher Richtung. Da lang? Hinter. Ja, das ist doch. Da lang. Ja. Aber gut, oder wir können hier lang. Zack, da runter. Und dann da hoch. Nein, nein, ups. Alter. Ja, das war der Shortcut. Wichser, das ist einfach platt gemacht. Was, Typ? Ich dachte, ich schaff den Sprung. Oh, Gegner. Wie kann es sein, dass ich eben 26.000 hatte? Jetzt habe ich nur 20.000. Ich weiß es nicht. Weil du Schilde gekauft hast? Nein, stimmt. Ich habe Schilde gekauft. Die schwule Quest. Alter! Was denn? Die Sägeblätter haben mich zum Glück alle verfehlt. Aua! Leute, lass mich in Ruhe. Da ist auch noch ein geiler Kopter. Dieser miese Ficker, ey. Ich enter mal das Auto, ja. Okay. Ja, wunderbar geentert. Ich enter nicht das Auto. What? Fuck. What? Bist du tot? Ja, keine Ahnung wieso. Ich lag halt direkt hinter dem Auto. Kann sein, dass sie mich einfach platt gefahren haben und ich deswegen respawned bin. Wo bin ich denn? Oh, mega weit. Am Arsch der Welt. Ja, ich bin quasi bei Ellie. Also ich bring schnell die Quest weg. Ja. Haben wir da keinen Stress mit. Ellies Garage. Ein wunderbar. Dieser Luftharte zwischen den beiden Familien bist du der Last Man Standing mit einer Handvoll Dollar. Tag. Jetzt treffen die sich. Nö. Lass mich doch in Ruhe, du Kopter Arschloch. So sieht's aus. Ja. Achtung. Ich nehme hier mal eine neue Quest an, ja? Ja. Die Hordaks sind bereit für ihren nächsten Schlag gegen die Sephards, ja? Okay. Erreiche den toten Briefkasten. Machen wir doch gern. Ein anderer Spieler. Benutzt gerade das Catch Ride. Ja. So. Alter, mein Auto ist einfach explodiert. What the fuck? Ja, das ist einfach explodiert. Hast irgendwie echt Glück mit den Dingern, ey. Ja, ich merk's schon. Okay. Jetzt bin ich bei Ellie. Alter, du hast geile Spawn Points. Jetzt bin ich bei dir. Wir sollen in die Highlands gehen, also Portion ist einfach schon mal. Ja. Eins. Go. The Highlands. Erreiche den toten Briefkasten. Ja, ich bin mal gespannt.
Briefkasten. Ah, oh, der ist nicht so weit weg. Aua. Geh los. Was ist das hier für ein scheiß Fahrer? Ey. Was sind das für Kraftausdrücke, mein Freund? Entschuldigung, was ist das hier für ein Gümmelfahrer? Was? Jetzt bin ich aber beleidigt. Ah, das steige ich direkt mal aus hier. Erreichst du den toten Briefkasten? Ich halte dich mal kurz, ja? Okay. Ich bin doch vollgehalten, aber egal. Halt mich. The Holy Spirit. Verpiss dich mal aus dem Piesen, du dummer Idiot, ey. Mann, dass die Pisser alle im Weg stehen müssen. Ja, das geht mir voll auf den Sack. Erreiche den toten Briefkasten. Die Sephards haben irgendwo Geld versteckt. Wir wissen aber nicht, wo genau. Jemand hat mir geschrieben. Matschek, magst du mir 50 Euro leihen? Ich kann mal Arsch lecken, Alter. Ja, so. Der Geldbote. Ja, deswegen, wir müssen den Wichser da töten. Das weiß ich noch. Das ist ihr Geldbote. Zum Geldversteck, aber komm ihm nicht zu nahe. Nicht zu nahe. Fast hätte er dich bemerkt. Ja, ja. Also, das ist ein gerader Weg. Vingadium Leviosa. Die Hauptarts versuchen schon seit Jahren uns zu töten. Sie behaupten zwar, dass dieses Kute, der Lacke umgelegt hat, nicht mehr zu ihnen gehört. Aber wir kennen die Wahrheit, nicht wahr, innere Stimme? Ah, guter Witz, innere Stimme. Du findest immer die richtige... Nur noch ein paar Jahre lang Botengänge zu diesem Geldversteck und Papa muss mich einfach lieben. Ich bin ein viel besserer Sohn als Lucky. Ich bin wacker, ich bin gesprächiger und ich liege nicht in einem feuchten Grab. Einer meiner größten Vorzüge. Wunderbar. Völlig richtig, innere Stimme. Alter, der Typ ist so bescheuert. Beim Geldversteck. Kann ich kaum erwarten, reinzugehen, ohne überfallen zu werden. So habe ich es am liebsten. Nicht verfolgt und nicht überfallen zu werden. Ist da jemand? Jetzt. Baby, das jetzt töten wir den Wichser. Mach den Geldboten alle und reiß sie dir unter den Nagel. Sapperlock, Sie haben... Knallfrosch unterwegs! Knallfrosch unterwegs. Ja. Okay. Geschafft. Ein Sniper. Schön. Du kannst den Schlüssel des Geldboten jetzt alle Geldkisten öffnen kannst. Waffenkiste? Nee, Geld. Radium, wunderschön. Geld. Ach, gerne. Geld. Alter. Geld. Ja, ist ja das Versteck. Ja. Nein. Die haben meinen Sohn getötet. Welchen Sohn? Das ist der Sohn vom Nick Seffert. Ach so. Nein, kriegst du Geld. Die Bank, Alter, verpiss dich. Jawohl, ich bin bald über 10.000. Ey! Uns fehlen sogar noch zwei. Du hast dir das Geldversteck der Sefforts vorgenommen, was? Toll, sie werden sich bestimmt eine fiese Rache für die Hodams ausdenken. Übrigens, danke für deine Hilfe. Meine Mama hat immer gesagt, ich würde eine Clanfehde zwischen diesen Trotteln nicht überleben. Ich wollte ihr schon immer das Gegenteil beweisen. Mehr alles? Ich hab keine Ahnung. Wir schauen lieber mal ein bisschen, wenn hier Redium und so ein Scheiß rumliegt, dann will ich das nicht verpassen. Richtig. Ja. Ich glaube, wir haben alles. Nee, haben wir nicht. Du hast das Schlüsseltor zu früh aufgemacht. Hier, die Kiste konnten wir zum Beispiel deswegen nicht looten. Damn, son. Ja, schön verkackt. Typisch. Ja. Ja? Die paar Kneten, du. Ja, die paar Kneten. Du hast ja auch wieder Geld zum Scheißen. Immer. So, müssen wir flankieren dann. Ah, guck mal da.
Oh. Oh. Okay. Oh. Ah, gerne mit. Piss dich. Ah. Ist hier noch irgendwas? See ya! So sieht's aus, aber weg! Ah, scheiße. Warte, das sind noch Automaten, da würde ich erst gerne mal reingucken, was das da so Tolles gibt. Ja, kann man tun, ne? Kann man tun. Ich spiele erstmal im Geldautomaten. Ich bin erstmal wieder im Ganzautomaten. Für die Scheiße zu verschenken, verschenken soll ich zu verkaufen hier. Alter. Nichts. Drei Kirschen. Oh. Okay. Aber mal gucken. Ja, okay, egal. Gut. Wo ist denn der ganze Automat? Da hinten ist, Dr. Z. Hier gibt's Medikits und Schilde. Mhm. Die weg, die weg, die weg. 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 Okay. Gut. Auf geht's. Wo müssen wir jetzt hin? Zu Ellie wieder, oder was? Ich glaube. Ohne Scheiß, die Zwiebeln des Todes. Ich sag's dir. Zwiebeln des Todes. Zwiebeln des Todes. Oh, oh ja. Definitiv. Go, go, Power Rangers! Bam! Hey. Frechheit! Boah, ich hab sowas von Camp. Bock morgen zu schaffen, ey. Mich was sagt, hast du noch die Woche den Urlaub? Ja. Das heißt, du musst nur heute Abend arbeiten und hast du Urlaub. Immer noch die Woche. Ja. Das ist richtig. Doch nicht zu Ellie, oder? What the fuck? Ja, wir müssen ganz hinter die kämpfen jetzt. Wir müssen uns dann für eine Seite entscheiden. Ah, ja, geil. Nein! Verdammt! Hast du gedenkt, ne? Hast du gedenkt? Ja, erstmal die Fette überfahren. Kein Wunder, dass wir da nicht abgeprallt sind. Alles klar. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Kurz, kurz, Zeit, kurz, dauert. Also, ja, wir müssen da rein, oder? Ja. Da irre ich mich. Ich glaube, es ist noch nicht der Showdown. Nee, das ist noch nicht der Showdown. Da lang. Ja, ich fang schon. Da lang. Da lang. Da lang. Hauptsache der Behinderte im Rollstuhl. Ja. Jimbo. Der Jimbo Hondog, Alter. Hondog. 74 mal 19. Hm. Das könnte gut sein. Nee. Ich hab noch einen Auftrag für dich, Freund. Triff meinen Mann draußen, oder? In the Dust. Er hat die Einzelheiten. Hm. Slappies unhappy. And Töte old Slappy. Ja gut, das ist aber nicht die Quest hier, oder? Nö. Oh, aber
wir haben gerade nichts hier, gell? Warum geben die uns denn nichts? Ich hab keinen Schimmer. Ey, ihr Nasensäcke. Ach ja. Doch, da hinten. Da hinten, da hinten. Bei der Fetten. Warte, steig bei einer Fahrt ein. Ja. Aha. Warte, ganz kurz. Da lang. Ja, ich wollte nur gucken, wo wir hin müssen. Ich bin jetzt so ein Homo und fahr da gleich runter in den Abhang. Da lang. Halt mal jetzt. Da lang. Nee, das ist der. Nee. What the fuck? Steve. Steve. Alan. Alan. Hinterwäldler geschickt, damit er meinen Peter zu unserem Gericht bringt. Ja, jetzt. Und dann haben sie ihn abgeschlachtet wie ein Tier. Er hat nie einem was getan. Trifft bei Nacht ein, ja, tun wir nicht. Du musst ihn nicht erbrennen. Am besten nach Sonnenuntergang. Steve! Ich will sie zu Hause am mitternächtlichen Himmel brennen sehen. Los geht! Alan! Warte, das ist Alan. Nicht Alan. Steve! Steve! Warte, das ist doch Alan! So, nice. Auf zur Wohnwagensiedlung. Hier ja, Mütter, 6 Kinder von 6 verschiedenen Vätern. Kannst du bis 10 zählen, bist du hier schon ein Streber. Öffne die Benzintanks und schieß mit einer Feuerwaffe drauf. Das erscheint vielleicht brutal, aber die Hodangs haben angefangen. Gut, dass ich eine Feuerwaffe habe. Ich öffne mal die Benzintanks hier. Zack. Muss sie erst öffnen. Zack. Beschieß den Tank jetzt mit einer Feuerwaffe. Normale Kugeln würden abprallen. Zack. Ich bereue nichts. Wer in den Krieg zieht, will gewinnen. Das heißt, man muss bereit sein, Dinge zu tun, die der Gegner nicht tun würde. Auch wenn man dafür Leute im Schlaf verbrennen muss. Das zum Teufel Alter. Ist der Lust da draußen. Das waren die Hodangs. Junge. So. Zack. Wow. Die Waffe ist ja... Hodang-Gorilla, ey. Was los mit dir? Homo. Oh wow. Wenn sie zurückschlagen, werden sie hart zurückschlagen. Ach, SMG ist einfach die beste. Nahkampf, Nahkampf, Facelock. Oh, lad noch ein bisschen langsamer nach. Juhu, geheilt. Ach ja. So, oh, zu wem müssen wir jetzt? Ja. Keine Ahnung. Ey. So. Auf geht's. Bin drin. Gut. Go. Go, Power Ranger. So, nicht mehr so. Penner der Bubble. So, also entweder oder. Hier ist ja auch noch ein Quest. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dabei wärst. Ja, jetzt müssen wir wieder zu dem. Das ist jetzt, glaube ich, der Clan-Krieg. Ich glaube auch.
ist noch eine Quest. Ja, das ist das, glaube ich. Meinst du? Ich bin gespannt. Ja. Ja, bin ich ziemlich sicher, dass es das ist. In der Dust. In der Dust. In der Dust, der Dust, der Dust. Also ganz ehrlich, was ist... Wer hat jetzt mehr Verbrechen begangen? Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, das, was die Iren gemacht haben... Ah, nee, noch nicht ganz. Jetzt müssen wir erstmal... Dann geht dich zu Moxys Bar. Bar. Das heißt, wir brauchen eine Schnellreisestation. Ja. Bist ja nach Sanctuary. Ach stimmt, Moxys hier gehört ja auch zu den Holdowns eigentlich. Ja. Alter. Babam, Junge. Wenn das Wort resistent erscheint, während du auf einen Gegner feuerst, wechsel sofort auf ein anderes Element. Nee, also ich habe da bis jetzt die Taktik gefahren. Ich mach trotzdem weiter. Ja, ich habe einen Plan. So, begib dich zu Moxys Bar. Ja, auf geht's. Wow, voll geil hier. Trauerfeier. Das heißt nicht, dass du nicht bleiben darfst. Bier kaufen? Easy. Ich hab ein Bier gekauft. Ey! Wir sollen aber drei saufen. Oh, ich hab ein bisschen. Sag, aus den Tiddies raus, Junge. Ich will nochmal die Animation sehen. Ich glaube, wir sind jetzt besoffen. Ah, drei Bier. Ah. Ich verstehe. Was? Ich verstehe. Du kommst nicht in eine Trauerfeier rein, wenn du nicht besoffen bist, weil es Iren sind. Natürlich. Wer hätte es gedacht? So. Wir müssen, glaube ich, jetzt auch die Bar richtig aufmischen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Da die alle besoffen sind, wissen die nicht, dass wir das waren? Ja. So. Wir sind besoffen. Oh, was ist das denn für ein Fass? Oh, shit. Ja. Das war vielleicht nicht die cleverste Tat des Tages. Auf geht's, Reisememo. Ab zur Trauerfeier. Ja, die wir jetzt ordentlich aufmischen. Komm rein, die Trauerfeier. Lass dir Zeit. Ja, perfekt. Platz zum Feuern. Und dann töte sie alle. Ja. Bam, Junge! Alter, du bist auf Platz. Ja, ich hab da einfach mal eine Granate reingeballert. Die Explosion von meinem Schild. Da, der Türen wäre noch. Easy. Ich war nicht da? Der Bastard war wahrscheinlich gerade beim Schnaps holen. Na schön, komm wieder her. Wer überfällt denn auch? Oh, gib mir das auf den Sack, dieses Hin und Her. Ja. Heißt es ihr oder wir? Sofort gegen Hogan. Preis abgebrochen. Peritun speichert. So. Jetzt kommt der Clankrieg. Jetzt kommt's. Endlich. Showdown. Endlich. Oh, sind die wütend. Schwing deinen süßen Hintern wieder hierher. Dann schwing deinen süßen Hintern hierher. Wieder zu Ellie, leg mich am Weg.
Hallo. So. Auf zu the dust. Another one bites the dust. Another one drives the duster. Der neue Dacia Duster für 8.499 Euro. Boah, ohne Spaß, ey. Juhu. Dienstag kommt das Spiel, da bin ich jetzt schon froh drum. Für den großen Showdown. Und du boah, der Schild ist geil. Ab mit dir, bevor die Schlacht beginnt. Den Spaß willst du dir doch nicht entgehen. Ich nehme die Knarre. Ist gut. So, zack. Ja, jetzt habe ich 1064 Schild. Wir haben die Sefferts am Bahnhof von Lynchwood im Fadenkreuz. Triff uns dort und wir beenden diese Clan-Fehde ein für alle Mal. Nur eine Bande wird das überleben. Okay, cool. Du entscheidest. Finde dich zum Showdown ein. Wen töten wir? Mir ist das relativ. Entscheid du. Ah. Warte. Ich guck mir gerade mal die Quest an. Also wir kriegen entweder ein SMG oder eine Schotze. Ich würde sagen, wir kriegen von den Hodunks die Schotze, das heißt wir töten die Iren, oder? Ja, wegen mit den Iren. Ja. Würde ich sagen. Ah, schauen wir mal, wer in der Summon hier in den Dust beißt, ne? Haha. Ja, ich weiß. Scheiße. Aber egal. Ja, Hauptsache wir fahren den Duster. Hauptsache, ja. Aber jetzt dürfen wir uns entscheiden. Ja. Wo sind die Iren? Ah, mein treuer Soldat, bist hier um die sind auf der linken Seite. Was? Ja. Die. Warte. Dein Soldat, das ist unser Soldat. Ein Scheißdreck ist der. Ne, die haben die SMGs, wir töten die anderen. Also Hodunks. Die Hodunks töten wir, ja. Also hier auf der Seite. Ja. Oh, Maul, Alter. Ah, krieg ich damit. Schon down. Ja, das war extra, ja. Hab ich direkt mal hier. Zack. Die zerplatzen, Alter. Ah, fertig. So, geschafft. Geschafft. Magst du mich vielleicht einmal aufheben? Also, ja. Mal, ich hab gedacht, das ist schon wieder auf. Oh, ja, gut. Zack. Danke. So, was war jetzt die Belohnung? Haben wir es schon abgeholt? Ja. SMG. Mal gucken. Ah, meins hat nur 81. Was hat deins? Moment. 81. Ah, scheiße. Yep. Crap. So, was können wir uns denn für die nächste Folge vornehmen? Keine Ahnung. Immer noch Nebenquests oder willst du mal wieder Hauptstory weitermachen? Ja, Hauptstory, ne? Hauptstory. Alles klar, dann geht's nächste Folge ins Wildlife Exploration Preserve. Wunderbar, da müssen wir glaube ich einen Vogel töten. Ne, erstmal nur das Claptrap Upgrade. Okay. Ja gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge erstmal wieder. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein, Lodi. Tschüss.